Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Okay, meine Stimme hat sich ein bisschen erholt, ihr könnt es hören. Die ist zwar noch etwas rau, aber das kriegen wir hin. Ja, krank sein ist richtig, richtig kacke, ihr kennt das. So. Dabei bin ich nicht mal wirklich krank, ich hab's einfach nur in der Stimme, was mich total nervt, weil meine Stimme ist mein Werkzeug, ihr wisst ja. Ach ja. So, gehen wir zum Grab Oedos. Ja, auf Eurogamer stand übrigens eine Notiz oder beziehungsweise ein Artikel, dass die Zeiten, die Ladezeiten hier verkürzt werden sollen von Bloodborne. Finde ich eine außerordentlich gute Idee, da die ja doch etwas lang sind, ne? Ihr habt sicher schon gemerkt, ich schneide die jetzt raus teilweise. Manchmal vergesse ich es auch, aber naja, das kommt mal vor. Gut, hier war Neuland für uns. Hier sind wir noch nicht weitergegangen. Deswegen gucken wir jetzt mal, was uns so erwartet. Ich muss eventuell mal ein bisschen... ich kann halt... Ich habe keinen Vorhang hier, Leute. Das ist alles so ärgerlich. Wir haben jetzt Vorhänge gekauft. Und, ja, bis die zum Einsatz kommen, wird es noch ein bisschen dauern. Also keine Sorge, bald muss ich nicht mehr jammern, dass mein Licht hier zu hell ist. Die Bürgenworth-Spinne verbirgt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Die Bürgenworth-Spinne. Aha. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Bürgenworth. Na geil. So, hoffentlich finden wir bald noch mehr Kaltblutscherben, denn damit können wir unsere Waffe aufrüsten. Ich möchte auch gerne die 16 Stärke haben. Kathedralenbezirk, wow. Hey, was bist du denn? Du bist ein NPC, schätze ich mal, ne? Hm. Oh, ihr müsst ein Jäger sein. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Gut, gut. Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschanzt. Und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr? Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Das Schreien der Frauen, der Geruch von Blut, das Knurren der Bestien. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Janam ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen, wenn es euch nichts ausmacht. Ah, ich glaube, ich kann mit der Frau reden, oder? Ich weiß, ich sollte nicht darum bitten, aber wenn ihr auf der Jagd jemanden trefft, erzählt ihm von der Oedon-Kapelle hier. Falls sie es wert sind, davon zu erfahren zumindest. Oh, ich hoffe wirklich, dass sie das sind. Okay. Ich weiß, ich sollte... Ich glaube, ich kann jetzt zu der alten Frau und kann der das weitersagen, oder? Guck mal, hier ist auch wieder eine Lampe. Das ist ein bisschen kurz auseinander, die Abstände, oder? Ja, komm, machen wir das mal. Ich schneid's ja raus, von daher ist für euch kein Problem, oder? Oder? So, jetzt sind wir hier und können gleich wieder weg. Super geil. Wo war denn das nochmal mit der Frau? Das war... im Zentrum, ne? Ich glaube, das war im Zentrum von Janam und da ging es dann zur alten Frau. Okay, jetzt musste ich hier... Ich muss das gerade wieder ein bisschen auf die Kette kriegen. Oh. Hi. Lass was fallen, bitte. Oh ja. Eine Fiole für meine Kiste. Sondern ihr Kerle wieder. Na komm. Oh, ich hab die falsche Waffe.
Wie? Das war kein Parry? Und tot. Und Blutviolen, sehr schön. Dann mach ich wieder mit einem Counter, komm. Und. Ah, ist das schön. Ich feiere das richtig. Ja gut, ich hätte auch anders gehen können, aber ich glaube, der Weg hier tut's auch. So. Da sind die Hundis wieder. Die fiesen Hundis. Erstmal alle schnetzeln, bevor die jetzt hier rauskommen, die Penner. Ja, ja. Scheiß Hunde. Da ist auch noch einer. Und da ist auch noch einer. Naja. Oh, ich dachte, er lebt noch. Okay, jetzt gehen wir mal zu der Frau und mal sehen, was sie uns sagt. Ich meine, muss ja was bringen, oder? Dass wir ihr jetzt einen Zufluchtsort gebracht oder sie an einen Zufluchtsort bringen können. Hallo. Was ist denn jetzt noch? Ich kann meine Zeit sinnvoller verbringen. Es sei denn, ihr habt einen schönen, sicheren Ort für mich gefunden? Ja. Also, was wisst ihr? Ein Fremder, der etwas taugt. Na los, steht da nicht so herum. Habt ihr nichts zu tun? Schlitzt ein paar Kehlen auf. Bringt dieses Chaos in Ordnung. Hä? Oh, ich habe genug von euch. Zieht weiter. Hopp, hopp. Ich, weißt du, ich bring ihr Seelenheil und die will mich weiter... Sag mal, ist nicht ganz sauber, Alter, oder was? Gabel hackt. Sag mal, bin ich dann Depp oder was? Soll sie froh sein, dass ich ihr jetzt hier gesagt habe, sie kann in die Kapelle, aber andererseits dort ist sie ja auch ganz sicher, wo sie ist, oder? Soll ich mir nicht so anstellen, die Frau. So, gehen wir erstmal zurück. Oh ne, da bin ich falsch. Ne, bin ich gar nicht. Oh, hi. Da geht's auch wieder zurück. Ja, ja, ihr kennt das Spiel, jetzt gehen wir wieder in den Traum des Jägers. Oh, da war noch Hilfe. Kann ich eigentlich auch Hilfe anbieten gegen Gegner? Sehr cool. Wie kann ich denn das machen, dass ich hier zum Beispiel Hilfe anbiete bei Bossen? Würde mich mal interessieren. Ich teste das jetzt mal, Leute, bevor wir weitergehen. Lass mal testen jetzt. Oh, du lebst ja noch. Ich dachte, ein Treffer killt dich. Schweinebacke. Und dort. Guck mal, der brennt noch ein bisschen. Hast du was Neues zu sagen? Seid ihr dieser? Ja, tut mir verschwindet! Nach der Jagd. Vielleicht später mal im New Game Plus dann? Naja. Jetzt wäre ich hier die Beste. Saftsäge. Du lebst noch. Für euch. Macht nicht lange. Westlichen Typen, die gehen mittlerweile so easy. Was denn? Die war hier, ne? Guck mal, die sind alle gestorben hier. Das sind alles Tote. Diese roten Flecke auf dem Boden. Ne, ja, das war doch weiter oben. Da war's. Da war die Glocke. Die Lampe. Was, Aktion wechseln? Achso. Fremder. Niemand verschwindet. Das habe ich nicht gemacht. Lasst uns diese Straßen säubern. Ja. Ich könnte es ja mal beurteilen, eigentlich, ne? Ich biete mal meine Hilfe an irgendjemandem. Warte mal, da muss ich jetzt durchwetzen. Ich hoffe, das klappt. Das kann immer noch ganz schön ins Auge gehen, hier dieses Durchrennen. Wisst ihr ja sicher. Ich hätte auch anders lang gehen können. Egal. Alter Schwede, die sind ganz schön schusswütig, ne? Guck mal, Peng. Pennergesichter seid ihr. Schusswütige Pennergesichter. Naja, da rennt mir immer noch einer nach. Ist mir jetzt wurscht. Ich habe ja gesagt, ich mache das im Schnelldurchlauf. Oh. Komm mal, Hund. Oh.
Alter. Ist auch mal gut jetzt hier, ne? Guck mal, die können einen immer noch ganz ratzfatz hier ummetzeln, die Jungs. Echt übel. Gebt mir Kugeln. Schweinebagge. Ich lasse es mal lieber so. Kann ich hier irgendwo mein Symbol jetzt setzen? Das würde mich mal interessieren. Warte mal. Kann ich das irgendwie... kräftiger Blut? Kann ich das vielleicht mit meinem Notizbuch machen? Oder hier? Nutze einsichtige Leute, um andere Welten zu rufen. Oder hier jetzt die Glocke mal. Warte. Ich will das mal testen jetzt. Achso, die Glocke kann ich gar nicht nutzen. Guck mal, die ist ausgegraut. Resonanz unterbrechen, Glocke dämpfen. Ich warte jetzt mal, bis ich die Glocke nutzen kann. Komm her. So, Glocke. Kommst du? Hallo? Ja, du. Komm. Ja, komm. Seid ihr doof oder so? Jetzt kommt er. Ups. Au. Ich frage mich, warum ich am Anfang so eine Angst vor den Viechern hatte. Au. Und tot. Wir haben nämlich ganz schön viele Blutfiolen dabei. Das ist voll gut. Also wenn ihr Blutfiolen braucht, macht so wie ich und haut die Viecher einfach tot. Gibt eine Menge davon. Ich will jetzt mal echt den Boss, beim Boss hier aushelfen. Die Herausforderungsglocke. Na komm. Oh. Au. Au. Sag mal, du Arschbagge. Oh ja. Na, hau doch. Hau doch nicht, du. Kiesel. Nee, es scheint hier nicht zu gehen, Leute. Ich kann die Glocke nicht benutzen. Daher benutzt sie nicht. Wie steht hier? Riesige Bestie voraus. Ah, die ist immer ausgegraut, die Glocke. Wie funktioniert denn das? Wie kann ich hier Koop spielen, frage ich mich. Schade. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Kapelle zurück. Geht ja nicht anders. Aber erst... Ich muss was... Erst werde ich nochmal Stärke skillen. Nein, was? Das reicht nicht. Och Mann. Wohl, guter Jäger. Dankeschön. Nee, warte mal, ich verkaufe mal was. Der kräftige Blutcocktail, ich glaube, der ist ein bisschen sinnlos, oder? Blutsteinscherbe, die werde ich nicht verkaufen. Ich kann nichts verkaufen, was wirklich... Ah. Ach komm, dann benutze ich halt nochmal so ein Teil hier. Das ist ja nicht wild. Aha, 500. Ja, das reicht. Das reicht. Willkommen. Nun gut, lasst mich. Nein. Nein, nein, nein. Stärke. Ach Mist. Ich meine, im Endeffekt ist es ja egal. Unsere Bewegungsgeschwindigkeit ist immer gleich, oder? Kommt es mir zumindest vor. Also ich kann da nicht wirklich einen Unterschied feststellen, ob wir jetzt mit einer anderen Rüstung langsamer sind oder genauso schnell. Oh, die kann ich alles zerstören, das ist ja lustig. Hihi, ich mach deine Urnen kaputt. Ah, der Jäger. Danke. Diese alte Frau, ihr habt ihr von diesem Ort erzählt, ja? Naja, sie redet nicht besonders viel, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall gut, dass sie am Leben ist. Ein Triumph. Ist das jetzt ein ganz normales Emote oder wie? Wenn ihr gesunde Überlebende trefft, schickt sie zur Oidon-Kapelle, ja? Ich weiß nicht, ob ich das will. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Das ist der Share-Button.
Nein. Gehst hin. Kann ich da irgendwo eine einstellen? Freude, irgendwas wird dann hinsetzen. Wechseln. Aha. Triumph. Wie mache ich das jetzt? Hä? Das ist Triumph? Ernsthaft? Das ist Triumph? Muss ich ja nicht irgendwie X gedrückt halten und dann... Ah, okay, mit X gedrückt halten und dann die Bewegung ausführen und dann... Ja, okay. Bisschen seltsam, aber es geht. Na gut, jetzt weiß ich, wie ich Emoticons nutze. Ah, okay. Bist du die alte Frau? Oh nein, ich habe das nicht vergessen. Glaubt ihr, ich schulde euch etwas? Na, das ist ein guter Witz, muss ich sagen. Diese ganzen Probleme, die Janam hat, daran seid nur ihr umtriebigen Fremden schuld. Unser Blut ist ruiniert. Verdorben durch euch. Kommt mir nicht zu nahe. Ich kenne Leute wie euch. Blöde Kuh. Ihr. Bleibt weg von mir. Ich kenne alle eure Tricks. Wenn ihr auch. Ihr. Ich. Das nervt mich jetzt. Ich habe die gerettet und die flämt mich an hier. Die kackt mich an quasi. Fest verschlossen, okay. Ich denke schon, es geht runter, aber... Fackel an hier. Hier geht's auch noch raus. Okay, Leute, diese Stadt ist riesig groß. Verdammt riesig groß. Krass. Es sieht so heftig aus hier. Überall sieht super aus, finde ich. Fantastisch. Ich könnte mich hier total drin verlieren. Oh, Krähe, hi. Oh, die hält schon ein bisschen mehr aus, seht ihr? Die anderen... Ah! Alter Schwede. Was bist du denn für einer? Arschbacke. Oh, Alter. Der tötet mich mit einem Treffer fast. Guckt euch das mal an. Ein Pennergesicht. Oh, das war nicht mein Plan. Das war mein Plan. Oh. Der ist aber auch ganz schön langsam, der Typ, ne? Penner. Bist du auch so einer, oder was? Aha. Was ist eine Arschbacke? Tue ich die mal an? Die sind alle so groß hier in Janam, ne? Riesige Typen, allesamt. Gib mir deinen Kiesel, du Arsch. So. Wissen des Verrückten, mal wieder. Da kommt man hier ja sehr häufig, das Zeug, ne? Also das ist der dritte jetzt schon. Das dritte Teil, was ich finde. Soll ich das nutzen vielleicht gleich schon oder lohnt es sich, das aufzuheben? Ich weiß es nicht. Da seht ihr, jetzt habe ich schon 8, 9 und jetzt habe ich 10, warte. Wird das in Stufen gerechnet oder wie funktioniert? Leute, ich habe echt keinen Plan. Bitte nicht spoilern übrigens, was das angeht. Immer noch. Nicht spoilern. Ich frage mich das nur selbst. Ich möchte keine Antwort darauf. Ich hoffe, dass ich die irgendwann selbst erhalten werde. Durch Weiterspielen und Erkenntnisse sammeln. Naja. Okay. Oh, hallo. Na? Ist ja Droppe. Wow. Alter Schwede, guck mal. Die Hälfte, du Pennergesicht. Dummer Affenarsch, du. Ja, ich hab's ja. Ich kann mir welche reinpfeifen von den Dingern. Mehr als genug habe ich da. Ein Holz? Ernsthaft? Es gibt doch Schilder? Das glaube ich jetzt nicht. Oh, war da einer? Nee. Ich dachte, da kommt jetzt noch einer. Ich kann den Holzschild ausrüsten. Ein grober Holzschild, der von den Massen eingesetzt wird, die sich der Jagd angeschlossen haben. Jäger verwenden normalerweise keine Schilde, da sie gegen die Stärke der Bestien nicht genug Wirkung zeigen. Schilde sind nett, aber nicht, wenn sie Passivität erzeugen. Okay. Das ist
ist ja für gar nichts gut. Ich kann das echt hochhalten, den Schild. Das ist ja eklig. Na, wo bist du gestorben, Kumpel? Oh. Tja, Rücken zudrehen ist immer kacke. Nee, ich nehme auf jeden Fall die Fackel weiter. Ich nehme doch kein Schild. Das ist Bloodborne, verdammt. Da nimmt man kein Schild. Das steht so in der Spielanweisung. Nimm kein Schild. Bloodborne, weißt du. Weißt du Bescheid. Toll. Oh, und am Gerät verschlossen. Schade. Ich hab gehofft, da geht's weiter. Und nu? Bin ich irgendwie blind oder blöd? Oder ist hier irgendwo ein... Warte, was hier? Oh, Feuer. Na toll. Ihr seid ja Schlauberger. Sag mal, ich bin echt blöd jetzt. Wo ist es denn? Wo geht's denn hier weiter? Nee, dann nicht. Ende im Gelände oder was? Das war's, Leute. Spiel durchgespielt. Ich hab keine Ahnung. Ist hier irgendwo ein Schalter oder sowas? Na gut. Nee, müsst ihr mir vielleicht schreiben, wo es weitergeht. Ich bin ein bisschen doof gerade. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Part jetzt eh schon lang genug. Ich muss zwar die Ladescreens rausschneiden, aber ich denke, das kommt sich dann so auf 20 Minuten. Von daher hoffe ich, euch gefällt's weiterhin. Ich bedanke mich wie immer für die Unterstützung, für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare. Ach, da geht's ja noch runter. Ja, gehen wir da unten dann weiter. Auf jeden Fall hoffe ich, euch begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Bloodborne. Nicht Porn, Born. Danke.